Was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for the Fake 89 mit einem weiteren Let's Show. Dieses Mal mit A New Spark. Ein weiteren Sonic Fangame aus Sonic Amateur Games Expo 2020. Ja, wir spielen am besten das Ganze jetzt mal in alphabetischer Reihenfolge. Die ganzen Sage-Games, die mich persönlich interessieren. Und ja, deswegen starten wir mal mit diesen netten kleinen Spielchen durch. Ja, und starten auch gleich die Demo. Achso, ich wollte nicht wieder aufs Controller-Device zurückgreifen. Ach, verdammt. So. Geht's jetzt? Jawohl. Kingdom Ruins. Hierbei wird auch noch Sonic 2006 Kingdom Valley Musik verwendet. Ja, okay. Da musste gedrückt werden. Was? Oh. Gut. Das braucht aber ganz schön lang, bis dass er den Festblock rübergeschoben hat und keine Ahnung, was das für ein Sonic OC darstellen soll. Na schön. Was ist das jetzt? Hey, hey! Ach, ein Schild. Okay. Das soll jetzt ein bisschen komisch. Oh. Wow, was zum Teufel? Wie billig bin ich denn da jetzt gestorben? Ich wollte mir nur ein bisschen umgucken und da sehe ich einfach mal Big. Und sterbe dadurch. Und ich frage mich, was da bitte schön für eine Seele wegfliegt, die aus den Robotern freigesetzt wird, die was ich ja, vernichtet habe praktisch. Naja, gut, dann bin ich jetzt immer ein bisschen vorsichtiger. So, oh nein! Nein, nicht schon wieder! Alter! Ich dachte, hier könnte ich noch runter! Ah, das darf nicht wahr sein! Ach ja, ich habe auch einen Boost drauf, stimmt. Das Spiel ist ja eigentlich auch ein Boost, also 2D Boost Game. Oh mein Gott. Tja, letztes Leben. Jetzt muss ich mir aber Mühe geben hier. Ich meine, was zum Teufel? Das sieht man auch nur bei mir, oder was? Aber gut, das Spiel ist ja blind für mich. Ich habe es ja vorher noch gar nicht angezockt. Kam auch noch nicht dazu. So. Jetzt aber. Jetzt darf aber nichts schief gehen da. Nein, nein. Oh, mein Gott. Hey, Big. Frag mich, was ihr hier treibt. Wahrscheinlich möchte ihr bei dem See einfach nur angeln. In den ich jedes Mal reinfalle. Meine Alter. Was soll das denn? Einfach nur auf. Ich will doch nur aufs Trampolin hinziehen. Hier. So sollte es laufen. Bitte. So. Mit Full Speed hier durch. So mag ich das doch. Sehr schön. Der nächste Act. Ups. Oje. Es ist tatsächlich auch wie Kingdom Valley hier. Ich konnte nicht abbremsen. Man muss hier stetig durchrennen. Oh, und auf die Schilder achten. Einfach auf die Schilder achten, wenn es zum Springen ist. Ich wollte das Spiel nicht pausieren. Hallo, wieso komme ich da nicht raus? Hä? Ich wollte einfach nur was überspringen mit dem Startknopf und jetzt pausiere ich. Aber ich komme jetzt nicht mehr raus. Was ist das? Oh mein Gott, was ist das denn bitte jetzt für ein Scheiß?
Entschuldige mich kurz. So, jetzt habe ich wieder zu der Stelle hingespielt. Ich hoffe, dass dieses Mal alles gut geht. So, da darf ich nicht vergessen, beim Wasser hier nicht springen. Und so auf die Schilder achten, wenn es zum Springen ist. Okay, ich hoffe, das war gut, dass ich jetzt hier unter Wasser gesetzt wurde. Ja, Checkpoint. Naja, immerhin gab es jetzt einen Checkpoint dazwischen. Ja, jetzt aber. Wow, das konnte ich ja nicht in der Luft kontrollieren, was? Ah, Scheiße! Das kann nicht wahr sein! Uff. Wie schwer ist das denn? Ich hoffe, das war's dann bald. Anscheinend. Jo, kurz vorm Ziel! Ja, gut. Und das war's! Oh mein Gott! Das war das kürzeste Sage-Spiel überhaupt, aber auch in der Würze liegt manchmal die Kürze, ne? Ja. Es war okay. Designtechnisch sah es nicht so gut aus, aber vor allem ist es schon das vierte Bild. Das ist also schon länger in Entwicklung. Ja, bislang habe ich da keinen Hintergrund. Ich meine, auf der Sage, also auf der Download-Page, Link in der Videobeschreibung dazu, steht bestimmt mehr, das habe ich aber jetzt nicht durchgelesen hier. Ja. Und mich jetzt nicht darüber genauer erkundigt, worum es bei diesem Spiel jetzt genau geht. Aber ja. Möglicherweise soll es es ist garantiert eine Anspielung an Sonic 2006, hört man auch hier an die Intro-Musik hier. Aber ja. Im Großen und Ganzen ist das Spiel gerade mal okay. Nichts wirklich Großartiges. Aber das kann sich noch verbessern. Ist halt wie Sonic Rush mit Sonic 2006 Elementen. Hier vermischen sich aber die Musiken ein bisschen zu sehr. Da muss wirklich der Entwickler noch arbeiten. Aber extremst. Aber ansonsten. Ja. Nichts Besonderes, ist jetzt gerade das schwächste Sage-Game, das ich gezockt habe, aber ansonsten, passt schon. Okay, aber wie ist eure Meinung? Findet ihr es gut oder ist es schon so gut, wie es ist und ihr freut euch schon auf mehr? Also, hättet gerne noch mehr davon gezockt? Eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich freue mich jedenfalls auch, zu sehen, wie das noch weitergeht. Ich behalte es trotzdem ein Auge. Und ja, wie gesagt, Download-Link in der Videobeschreibung, wie auch zur Sage-Homepage. Ja, und das war's dann. Ab nächsten Freitag geht's dann wieder mit weiteren Videos weiter. Und ich werde mir noch überlegen, was ich da wieder nehme. Vielleicht wieder etwas anderes außer Sonic. Aber das werdet ihr dann schon noch früh genug feststellen. Bis dahin, danke fürs Gucken und auf Wiedersehen und tschüss, Leute!